Recht herzlich willkommen zur 146. Folge von Avorion. Wir sind durchs Tor gesprungen und sind auf der Suche nach einem Sektor, in dem wir nettere, wie soll man sagen, nettere ist gut, ne? Eine Fraktion finden, die uns wohlgesonnener ist. So, und jetzt haben wir hier zwei Tore. Ich würde mal das West, Nordwest nicht nehmen wollen, sondern das Westtor nehmen wollen. Da bin ich dann doch eher gewillt, da durchzufliegen. Und Beziehungen nach denen da sind schlecht. War denn das mit dem anderen Tor hier besser? Waren die neutral? Nee, waren auch schlecht, aber ich glaube, dieses Orange ist etwas schlechter wie das Gelbe. Okay, egal. Westtor, frei. Reise geht dahin. Läuft, oder? Schauen wir mal. Und da oben sagt uns ja dieses Ausrufezeichen, dass wir schon ein bisschen zu schwach sind, oder? Deswegen fliegen wir auch ein bisschen anders und nicht mehr zum Zentrum hin. Jo. Da unten haben wir wieder was verkauft. Öl. Oh. Gut. Dann sind wir hier. Da wird richtig gekämpft. Das ist schlecht, aber wir wollen da jetzt nicht unbedingt was mit zu tun haben, oder? Ja, was machen wir jetzt? Wie fliegen wir weiter? Ich glaube, wir gehen weiter in die Richtung. West-Südwest. Das ist unser Tor, denke ich mal. Ja, auf geht die Reise. Ist hier irgendwo ein Asteroid, den wir claimen können? Wenn, dann wäre der das. Ist aber nicht. War das unser Ziel? Ja. Da wird das Handelsdepot von der anderen Fraktion angegriffen. Aber wir mischen da nicht mit. Wir wollen nur hier durchfliegen. Wir sind auf Transitreise. Mehr auch nicht. Die sollen mal da schießen und wir hier. Oder schießen die überhaupt? Vielleicht, nee. Die sind nur am Bahnen austauschen, ne? Das ist gar nicht schießen, oder? Ja, so sieht's aus. Können wir ja gar nicht. Deswegen fliegen wir da jetzt schnell vorbei. Ein bisschen tiefer vielleicht. Aber passt schon. So. Nochmal reingeschaut. Okay. Ja, ich würde jetzt auch wiederum nach unten weiterfliegen, gen Süden und dann hoffen, dass wir Richtung Osten auch noch kommen. Was ist das Tor da? Südwesttor. Ist es. Oh, eine ganze Armada gerade angekommen. Alle hier hingesprungen. Aber wir wollen da nichts mit zu tun haben. Wir fliegen da mal ganz gut vorbei. Ist vielleicht besser. Die sind sowieso, wir sind mit denen grundsätzlich schlecht in Verbindung. Ich hoffe, wir kriegen keine Salve ab. Das wäre schlecht, aber unser Ausrufezeichen ist da oben auch schon weg. Das heißt, wir sind da ein bisschen besser unterwegs. Kriegen ja notfalls nicht auf die Mütze, sondern können uns dann noch wehren. Aber machen wir nicht mit. Erstmal nicht. Erstmal durchs Tor und gucken, wo wir hinkommen. Ja, hier ist Orange. Und die Reise geht nach Südwesten weiter. Und wo müssen wir hin? Da hinten ist das Tor. West-Südwest. Dann geht die Reise nach da. Auf geht's. Da kreuzt gleich ein anderes Raumschiff unseren Weg. Aber das wird wohl passend sein. Und da kommt uns einer entgegen. Ah, das ist alles okay.
Einfach mal hier durchgeflogen, passt schon, ne? Und ab ins Tor. Auf geht's. Raumjäger können pro Minute eine feste Anzahl Maler ausweichen. Okay, sehr interessant. So. Hier geht's noch weiter nach Westen. Ist das das Tor da unten? Ja, dann fliegen wir da auch hin. Die Ansicht ist hier natürlich besonders cool mit zwei Planeten. Ein Feuerplaneten und das andere links sieht so aus wie ein ja, normal sterblicher Planet. Ne? Ist da oben ein Asteroid, den man claimen kann? Ich glaube ja, oder? Der ist es. Dann nehmen wir das mal mit. Vielleicht können wir dadurch die Beziehung ein bisschen verbessern mit irgendwem, der hier in der Nähe ist. Ein bisschen schneller dahin vielleicht. Okay. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich irgendwo gegenknalle und mein ganzes Schiff zerstört ist. Aber so schlimm wird es nicht sein, ne? Schauen wir mal. Da ist er ja. Irgendwann kommt das schon zu Rande, dass wir da das F für interagieren haben. 0,17 oder wie war das? Oh, super, daneben war schon einer, hat er wieder gut geklappt, ne? Da ist es. Den nehmen wir jetzt ein und interagieren neu und Asteroid verkaufen und es ist nur eine Fraktion da, mit der wir sowieso das machen können. Und da können wir jetzt mal schauen, können wir hier, ne, können wir nicht. Da unten sind die orangen Dinge alle. Und Beziehung 13.000 plus. Dann sind die auch gelb geworden, ne? Ja. Was sagt jetzt das Tor da? Wieder dagegen geknallt. Das ist das Westtor, das nehmen wir dann mal, ne? Kein Sektor ausgewählt, ist klar. Auf zum Tor. Ja, da rechts ist wieder das gelbe Zeug, aber unser Schiff ist beschädigt. Ja, hat gerade noch, da müssen wir ein paar Sekunden warten, ne? Bis wir das ändern können. Springen wir erst durch das Tor und dann kümmern wir uns um die Reparatur. So. Einmal da durch. So. Jetzt müsste das mit dem Reparieren ja gehen. Sieht gut aus, ne? War auch nicht ganz viel, oder? 1-1. So, wo geht die Reise bei dem Nein? Südwest. Muss mal gerade Karte gucken. Ah, ist auch so gut wie das einzigste Ziel, ne? Wäre jetzt noch cool, wenn wir hier noch einen Asteroiden hätten, den wir verkaufen können. Ist das da einer? Nee, ne? Nee, ist nicht. Nehmen wir das Südwesttor erstmal. Vielleicht fällt im Vorbeiflug noch was auf, aber es sieht nicht so aus. Ja. Das war knapp, aber wir sind vorbei. Ich glaube, da ist auch nichts bei. Oder ist der da oben was? Nee, nee, oder? Den wenn? Nee, der ist es nicht. Also, alles klar, springen wir durchs Tor. Sonst ist da keiner, oder?
Nein, ist nicht weiter. Erledigt. Tor erreicht. So, das ist eine Mine. Karte. Geht's da hoch? Wie sind wir denn hier jetzt? Wir müssen, ja, wir verlassen schon ein bisschen den Bereich, ne? Tor ist da. West, Nordwest nehmen wir dann. Springen da rein, ne? Ja. Die Fraktion dahinter ist die gleiche wohl. So. Nächster Sektor. Oh, das ging aber schnell. Kein Ladebildschirm. Okay. Ist wohl nichts dran los, ne? Und weiter geht dann die Reise, ne? Nach Nordwesten. Ja, habe ich jetzt irgendwie mit gerechnet, dass der Ladebildschirm da doch etwas länger braucht, ne? Das ging aber fix. Ja, ich habe jetzt auch gar kein Zeichen dafür, dass er den Speicher nicht mehr ausfüllt. Hat es da eine Reparatur gegeben? Es gab auch ein Dingens, ein Update, ein kleines, aber viel war da nicht. Das nicht viel geändert. Ein paar Bug-Reports, Bug-Repairs, würde ich sagen, waren da. Und sonst irgendwo war was mit Consumer kaufen und verkaufen. Da konnte man dann das entscheiden, ob der das macht oder nicht, und es wird nicht mehr automatisch gekauft oder sowas. Ja. So. Ist schon interessant so, wenn man ja so herkommt und dann ist man in einem Bereich, wo ganz viele Asteroiden sind, ist schon cool, oder? Ist da einer? Ne. Der auch nicht. Gucken wir einmal die Karte an. Da ist so ein Riss. Ne, wir fliegen noch weiter nach Westen. Nord, Nordost. Ne, da ist dann nicht das richtige Tor. Da sind wir hergekommen. Dann ist das das richtige Tor wahrscheinlich, ne? Westtor, ja. Dann mal in die Richtung weiter. Einmal Speed in die Richtung. Asteroiden sehe ich jetzt keine, die man claimen kann. Und hinein. Nächster Sektor. Okay. Karte. Da geht's über den Riss dann rüber. Vielleicht sollten wir das Nordtor dann nehmen. Südwesttor. Dann ist das das Nordtor. Nord-Nordwesttor. Okay. Irgendwas Interessantes hier. Handel. Nicht wirklich, ne? Bleiben wir da und gehen da den Kurs. Ja, aber ich denke mal, hier unterbrechen wir wieder eine Runde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid.
Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Schreibt was in die Kommentare und ja, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann. Tschüss.